glaube, heute bleibt die Küche kalt. Ach Schatz, dann gehen wir einfach essen. Ich bezahle und du suchst das Restaurant aus. Jetzt hatten wir dank des Gutscheinbuchs doch noch einen schönen Abend mit leckerem Essen. Dieses Gutscheinbuch kann ich jedem nur empfehlen und das gibt's fast überall in Deutschland. Bestimmt auch in Ihrer Stadt. Machen Sie es wie wir und zahlen Sie oft nur die Hälfte. Zweimal essen, einmal zahlen und vieles mehr. Jetzt im Handel oder unter gutscheinbuch.de. Der Flughafen Köln-Bonn im Großalarm. Ein Flugzeug stürzt im Landeanflug ab, streift dabei ein Tanklager und zerschellt auf einer Grünfläche. Es ist ein Horrorszenario. Aber zum Glück nur eine Übung. Dieses Szenario testet oder soll uns testen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Passen die Eingreifzeiten, wir müssen innerhalb von 180 Sekunden hier vor Ort sein, an jeder Stelle der Flugfeldbetriebsflächen. Und wir haben das Zusammenspiel getestet, stimmt die Kommunikation mit diesen Einheiten, die uns unterstützen? Spricht man sich ab? Hat man eine Aufgabenverteilung vorgenommen? Dieses scheint sehr gut funktioniert zu haben als Außenstehender. Mehrere Organisationen greifen Hand in Hand. Berufsfeuerwehr Köln, Polizei und natürlich die Flughafenfeuerwehr. 300 Personen und knapp 50 Fahrzeuge kamen zum Einsatz. 80 Komparsen mimten Verletzte. Aber nicht nur die Übung selber bedeutete gewaltigen Aufwand. Alleine die Planungsphase war enorm. Sie fangen weit vor ein halbes Jahr vorher an zu planen. Sie müssen mit vielen Fachabteilungen sprechen. Die Polizei ist ja dabei, die Landespolizei, die Bundespolizei. Sie müssen sich Genehmigungen reinholen von der deutschen Flugsicherung. Wir müssen das ganze Material besorgen. Wir müssen mit dem Roten Kreuz sprechen, ob die auch heute Zeit haben, für uns die Verletzten zu schminken. Der Einsatz wird von Mitarbeitern der einzelnen Rettungs- und Sicherheitsbereiche beobachtet. Die Analyse dient als Grundlage für eventuelle Verbesserungen der Abläufe. Der normale Flugbetrieb wurde trotz der Übung nicht beeinträchtigt.